Und noch was ich euch zeigen wollte. Der Random Flow Generator. Ja, sorry für das Spiegelbild. Ist ein ziemlich großes Teil. Ich suche mal nach einem besseren Winkel. Aber das Becken ist groß, das passt. Und wie man sieht, schaukelt die Wasseroberfläche so ein bisschen. Mit dem Originalausströmer war das halt einfach ein laminarer Fluss. Wenn man es gegen in die Nähe der Wasseroberfläche gebracht hat, dann hat es halt gesaugt und geblubbert. Und die Fischer haben sich nicht in diesem Bereich aufgehalten. Seitdem ich das Teil drin habe, finden die Fische den Bereich davor angenehm und die Wasseroberfläche ist richtig schön am so natürliches Geplätscher, also nichts Wildes, sehr sanft eigentlich. Der Durchmesser von diesem Random Flow Generator ist eigentlich für wesentlich höhere Durchflussleistungen gedacht. Aber ich finde, das passt ganz gut. Ja, hier sieht man, wie das so reinragt. Das Ding ist 3D gedruckt, aber doch echt sehr professionell. Hat eine sehr feine 3D-Struktur da drin. Na, das sieht man natürlich auf dem Video gar nicht. Ja, da sind so Strukturen drin, die das Wasser in so gegengesetzte Wirbel verdrehen. Die Wirbel interagieren miteinander und erzeugen dann so. Ja, wenn man jetzt. Genau, jetzt sieht man es vielleicht, dass die Wasseroberfläche so aktiv war. Ist zum Beispiel jetzt vor einer halben Minute oder so nicht so gewesen. Das heißt, der Wirbel, der bewegt sich so ein bisschen vor und zurück im Grunde genommen. Ja. Geiles Teil eigentlich. Jetzt nicht für das typische Aquascape gedacht, aber ich finde es cool hier. Hey, passt's. Jo, sorry fürs Gewackel und Zoom und so weiter und so fort. Ciao, ciao.